Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Ja, du Spack, ich hab nur dich an! Aus die Maus, Flügel raus. Ankündigen, schneiden, rendern, hochladen. Was? Alexa, schalt das Studio aus. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf blau. Vielen lieben Dank. Es ist nicht mehr, es war. Ich sehe mich nach dir. Leider bist du nicht hier. Wenn ich sehen kann, sollte er es lassen. Und wer sich nicht vernünftig verhalten kann, sollte aufhören und Schnauze halten. Wann lernt ihr es eigentlich? Sekunde, kann ich dir gleich beantworten, die Frage. Hast recht. 5 Kilo ungefähr. Allerdings bezweifle ich, dass man das sieht. Es ist nur ein Kratzer. Arm, Hand, linke Hand, wobei man es hier nicht sieht, hier an der Seite und hier oben, aber das sieht man nicht. Ist nur ein Kratzer. Von so starken und großen Menschen wie mich ist es nicht wirklich verletzend. Wie das passiert ist, behalte ich für mich. Ich habe noch keine Ahnung, warum das gestern abgespielt wurde. Ich habe mich schon darüber informiert, aber Juno ist noch ein bisschen langsam, die Antworten nicht. Wahrscheinlich wie am Feiertag, obwohl ich nicht glaube, dass in den USA auch Feiertage sind. Jedenfalls habe ich mich schon drum gekümmert. Es ist noch in Klärung. Und danke für die gute Besserung. Wie gesagt, es ist nur ein Kratzer. Nichts Ernstes. Ich war schon schlimmer verletzt in meinem Leben. Das muss nicht genährt werden. Ich sagte, es ist nur ein Kratzer. Wofür konnte ich nichts? Es hat schon eine Konsequenz gehabt, allerdings auch andere, als die Hater sich erhofft haben. Die erhoffen sich immer, wenn sie 1000 Mal melden, dass ich auch 1000 Strikes kriege. Ich habe eine Community-Richtlinien-Strike bekommen. Logischerweise. Darüber hinaus passiert aber gar nichts. Und der verfällt auch wieder, wenn ich ihn nicht vorher löschen lassen kann. Im Moment ist es in Klärung. Für einen so großen und starken Menschen wie mich sind das nur Kratzer. Da ist nichts dabei. Ich war schon schlimmer verletzt. Ich habe mir schon mal den halben Arm aufgeschnitten. Da ist das schlimmer gewesen als das hier. Wenn ich mich ritzen würde, würde es garantiert anders aussehen als das. Und seit wann ritzt man sich am Unterarm? Man ritzt sich normalerweise oben. Zumindest kenne ich das so. Skull. Kippen auch schon wieder alle. Leute, hier wird nicht gestritten. Ansonsten mische ich mich ein und dann fliegen die Fetzen. Ich beleidige niemanden. Ich sag dir, es hat aufhören zu streiten. Okay, ich sag jetzt ein letztes Mal, aufhören zu streiten, sonst fliegen alle Beteiligten. Mir egal, wer ist. Ich hab's euch jetzt 3-mal gesagt. Bei dir wird's anders sein als bei mir, das denke ich auch.
Ich glaube nämlich kaum, dass jemand so reagiert wie ich. Ich glaube, die meisten hätten wirklich schon jemanden gefotzt oder ins Krankenhaus geprügelt. Ich habe genug Selbstbeherrschung, um das nicht zu tun. Auch wenn ich schon Leute verletzt habe, wenn sie mich angegriffen haben. Andere hätten die wahrscheinlich schon tot geprügelt. Dafür habe ich zu viel Selbstbeherrschung. Auch wenn die Leute das immer anders sehen, weil ich so rumschrei. Wie sagt man immer so schön? Leute, die... Nee, Hunde, die bellen, die beißen nicht, so ungefähr. Ich geh mal pissen. Nicht nur assoziiert, sondern auch taub, wie es ausschaut. Entschuldigung. Scheiß Finger tut mir so weh, dass ich den ganz automatisch ziehe. Ich möchte nicht drüber reden. Es ist auf jeden Fall nur ein Kratzer. Nicht der Rede wert. Es ist morgen wieder weg. Vielleicht auch übermorgen. Ich halte viel mehr als nur die Ohren steif. Sorry, aber ich finde es immer lustig. Das war's dann mit dem Bier. So, Adler, soll über meinen Hashtag streamen. Er hat eh nichts Besseres zu tun. Und bekannter als ich wird er sowieso nie, der Lutscher. Herr Newstime ist ein Hater. Schon allein deswegen, weil er solche Begriffe wie Drachenschanze, Drachenlanze und auch Drachenlord verwendet. Er könnte auch einfach sagen, der Rainer oder der Drache. Aber hier eine kleine Ankündigung in eigener Sache mit einer kleinen Demonstration. Dieser neue Song wird am Montag kommen. Normalerweise kommt er von Sonntag auf Montag. Das heißt, so mitten in der Nacht gegen 12 Uhr geht er online. Man kann leider keine genaue Uhrzeit bei unserem Programm, wo wir da benutzen als Team, feststellen. Allerdings kann ich euch hier schon mal eine Kleinigkeit zeigen. Und wir hören da jetzt einfach mal irgendwo mitten rein. Ich schau mal, dass ich halbwegs das Ding schaffe, das den Refrain, also die Clouds, schauen wir mal. Na, die Clouds, genau, die Wolken, das ist richtig. Ist keine Option, denn ich hab schon zu viel erreicht. Dranbleiben wird es sich lohnen, ich hab nicht immer Bock, aber wer hat das schon? So, das war es im Prinzip auch schon. Wie gesagt, das ist nur eine kleine Hörprobe gewesen. Ich werde schauen, dass ich ein kleines Video auf YouTube noch mache. Das wird zusätzlich zum Montagsvideo, also Montagsstream am Montagmittag veröffentlicht. Der ganze Song, ich kann schon mal sagen, wie er heißt. Der Song heißt Metamorphose. Ja, und dann wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Und ich gehe nochmal schiffen. Bin dir ein bisschen geschickert. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache und tschüss. Im Hintergrund hört man schon den Wasserkocher und das hier sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe jetzt da mal Wasser reingekippt, man sieht's, und unten läuft jetzt das Wasser durch quasi. Und ja, es ist, also, es sieht ziemlich geil aus, ist auch ziemlich geil.